Wir haben uns aufgrund von Umweltschutzaspekten die Frage gestellt, kann man eigentlich auch ohne Energie rechnen? Dafür haben wir das Internet durchsucht und sind auf verschiedene Facharbeiten gestoßen. Und in diesen Facharbeiten kam ganz oft das Wort Rechnerreversibilität auf. Genau. Und so, die Frage war, wie reduziert man den Energieverbrauch und die entstehende Hitze beim Rechnen? Und um das zu beantworten, müssen wir erstmal wissen, weshalb diese Hitze entsteht und was die Energie verbraucht. Und es ist in dem Fall das Löschen von Daten. Nun gibt es aber die reversiblen Rechner und die löschen keine Daten. Was den Vorteil hat, dass die verwendete Energie, die verbrauchte Energie, die ist wieder zurückholbar. Und somit könnte man zumindest theoretisch vollständig ohne Energiekosten und ohne entstehende Hitze berechnen. Reversibel rechnen bedeutet, dass man aus den Ausgabewerten wieder auf die Eingabewerte schließen kann. Dazu ist es erforderlich, dass jedem Ausgabewert eindeutig ein Eingabewert zugeordnet ist. Und dadurch muss sozusagen mindestens so viele Bits als Ausgabe geben, wie man auch Bits eingegeben hat. Wir haben diese Schaltung in der schon erwähnten Facharbeit gefunden. Dabei sehen wir links die Inputs, rechts die Outputs. Die G-Outputs sind jetzt erstmal nicht so interessant, aber oben links sehen wir noch CTRL und da kann man zwischen Addieren und Subtrahieren umschalten. Diese Kästen, wo TR und FG drin stehen, das sind Ersatzschaltbilder für Baugruppen. Und diese Baugruppen bestehen aus kleineren Gates und anderen verschiedenen Sachen. In diesem Fall sind es nicht Gatter und in diesem Fall sind es Nicht-Gatter, ein Und-Gatter, zwei exklusive Oder-Gatter in dem TR-Fall und ein exklusives Or-Gatter im FG-Fall. Und hier sieht man das Bild, wie es insgesamt aussieht und was wir auch gleich noch zeigen werden, wie es funktioniert. Der Arduino da hinten ist nur als Quelle für den Strom, bedeutet, da ist nichts drauf programmiert, beziehungsweise wir benutzen ihn überhaupt nicht. Wie schon gesagt, gibt es einzelne Gatter in den kleinen ICs, also integrierten Schaltkreisen, den schwarzen Kästen da drin. Wir haben LEDs als Ausgaben, kleine Schalter, die blau dargestellt sind als Eingaben. Ja. So, wenn jetzt auch das Video funktionieren würde. Also wir haben auch ein Notfallvideo, so ist es nicht. Ja, das ist Jugendhakt, wenn die Jugendlichen der Orga und den Erwachsenen immer 3,5 Schritte voraus sind. Also wir spielen doch lieber mal das Video ab. Okay, machen wir wieder das Video an. In dem Video zeigen wir halt ist doch weg. Auf jeden Fall zeigen wir 6 Fälle in dem Video. Wie man sieht, im ersten Fall halt 1 plus 0, im zweiten 1 plus 1, was halt im ersten Fall 1 ist, das heißt, es geht eine Lampe an. Im zweiten Fall ist gar keine Lampe an. Im dritten Fall wird eine gelbe Lampe, glaube ich, an sein, auf jeden Fall. Und eine weiße. Richtig? Also. Ah ja, okay. Auf jeden Fall sind die weißen Lampen die Ergebnisse. Das heißt 1 oder 0 oder minus 1. Und die gelben sind halt einfach irrelevant, wie wir schon gesagt hatten. Ihr könnt uns auch gerne nochmal besuchen kommen beim Infodesk und könnt es auch gerne mal ausprobieren. Wir stehen euch für Fragen offen und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Veranstaltung und bis nächstes Jahr. Ganz vielen lieben Dank.